Ja, das ist die Elisabeth Peterhans, die ist seit 3 Jahren bei uns im Team. Das ist eine noch junge Kollegin, beziehungsweise mittlerweile gehört sie auch schon zu den älteren, erfahrenen. Die ist immer nett, gut drauf und kompetent. Bei Fragen kann man sich an Christoph wenden, er hat immer eine Antwort und er ist auch für kleine Späße da. Ja. Also. In der Schule habe ich halt ein Praktikum gemacht in 3 verschiedenen Krankenhäusern hier in Augsburg. Und mir hat das dann halt sehr gefallen, dass ich mich dann halt entschlossen habe, die Ausbildung zu machen. Die habe ich dann hier im Haus absolviert. Bin seit 2014 dann hier gleich nach der Ausbildung auf die Intensivstation gekommen. Ja, mir macht es sehr Spaß. Und deshalb habe ich mich damals dafür beworben und entschieden. Es hat einen Charme, auf unserer Intensivstation zu arbeiten, weil es sehr, sehr vielfältig ist. Wir haben alle operativen Fachkliniken vertreten. Man braucht sehr viel Fachwissen, weil das sehr, sehr anspruchsvoll ist. Es ist medizinisch anspruchsvoll, die medizinische Ausstattung, mit der man lernen muss, umzugehen. Und es ist auch die Pflege, die Krankenbeobachtung, die selbstverständlich noch anspruchsvoller ist wie auf einer Normalstation, auch wenn wir sehr viel operative Überwachung haben. Also es gibt ein Einarbeitungskonzept eben für die Intensivstation. Das gliedert sich in verschiedene Abschnitte auf. Es sind 8 Wochen, in der mich 2 verschiedene Mentoren anleiten und die nehmen mich eben jeden Tag mit. In den ersten Wochen erklären sie mir sehr viel und dann nach einer Zeit arbeite ich dann eben schon quasi alleine und die schauen mir nur noch zu und sagen mir eben, was ich verbessern kann, worauf ich noch achten muss. Genau, das geht so, denke ich, bis ein Jahr, bis 1,5 Jahre, bis dann die Kollegen eben dann auch die schwereren Fälle eben dann übernehmen können. Das Klinikum Augsburg ist eins der größten Arbeitgeber in Augsburg, Stadt und Land. Es arbeiten hier sehr viele Frauen, auch sehr viele Männer. Auch die Intensivstation hat viele Männer. Was halt in der Pflege oft nicht der Fall ist, wenn ich das mal so sagen kann. Also das Klinikum wird ja jetzt dann bald Uniklinik, ich glaube 2019. Was genau sich für uns ändert hier auf der Intensivstation, kann ich noch nicht sagen. Es wird gerade ein neuer Intensivtrakt gebaut und ja, wir sind mal gespannt, was sich da in Zukunft tut. Wir sind ein tolles Team, ein junges Team. Ein sehr dynamisches Team. Wir wachsen zusammen. Wir haben viele Tiefs und auch Hochs miteinander durchgemacht. Aber das schweißt uns zusammen und macht Spaß, einfach jeden Tag in die Arbeit zu kommen, wenn man weiß, man hat hier Kollegen, auf die man sich verlassen kann. Also ich fände es super, wenn sich Leute bewerben würden, hier herzukommen und unser Team eben tatkräftig zu unterstützen. Also ich wünsche mir einen Kollegen, eine Kollegin, der freundlich, motiviert, erfahren und kompetent ist. Kompetent. Ja, ist ja dann lauter gute Eigenschaften. Genau. Die sollen einfach Spaß an der Arbeit haben. Alles andere bringen wir ihnen bei. Die sollen gerne kommen, ja, sagen und ehrlich sagen, was sie brauchen, um hier klarzukommen, damit sie sicher sind, sich sicher fühlen. Und alles andere kriegt man im Alltag hin.